Hallöchen und willkommen in der kleinen Schorfheide. Hier ist eine kleine Schorfheide. Bach! Große Schorfheide. Die wollte ich heute eigentlich erkunden, musste aber einen riesen Umweg nehmen über Templin, weil die Brücke bei Hammelspring gesperrt ist und der Weg über die Schleuse nicht geöffnet war. Das war anscheinend, war ich mit 7 Uhr zu früh hier. Da hat sich noch keiner genötigt gefühlt, irgendwie die ganzen Wege aufzumachen. Sind natürlich 2 Stunden verloren gegangen. Hätte ich auch mit der Bahn bis nach Templinstadt fahren können. Egal. Hier macht es sich gerade sehr praktisch für allerlei Fotografie von Libellen. Hier sind ganz viele Arten unterwegs. Was heißt Arten? Vielleicht eher weniger viele Arten, eher viele Farben. Weiter vorher hatte ich schon ein paar Bilder von unseren Zauneidechsen gemacht. Wobei die das dann nicht so toll fanden, meine Anwesenheit und meine Apparatur in ihrer Nähe. Aber gut, ich bin ja dann wieder abgezogen, hab mich weiter gestört. Wer hier mit dem Fahrrad unterwegs sein sollte, schwierig, weil auf der Heidelandschaft zum Teil kann man hier fahren, zum Teil ist es märkischer Sand. Also da strampelt man sich alles kaputt. Leider leer. Jetzt habe ich noch 1 Liter, glaube ich. Ja. Übrigens, wie man ja schon gesehen hat, heute mit Drahtesel unterwegs. Hat einfach den Vorteil, ich kann auf meinen guten Drahtesel das ganze Gewicht wunderbar verteilen. Alles, was ich irgendwie nicht auf dem Rücken haben möchte, rauf da. Der freut sich. Oder freut sich nicht. Eigentlich hatte ich insgesamt vor. Oh, sorry, ich bin echt müde. Hey, Güte. Eigentlich hatte ich insgesamt vor, weniger Gepäck generell mitzunehmen auf Fototouren. In meinem Fotorucksack hat das jetzt geklappt, aber was ich jetzt an Gepäck einspare, ja, das wird jetzt durch noch mehr Trinken und Futter ersetzt. Gut, das ist irgendwie auch, denke ich, sowieso wichtiger. Aber ansonsten hat es nicht so viel gebracht, wie erhofft. Man ist zwar schneller unterwegs, aber es ist teilweise auch sehr anstrengend, wenn man dann so einen märkischen Sandboden hat. Das ist mit Fahrrad eine Quälerei. Auf dem Weg hierher, also über den Umweg Templin, auch noch Gegenwind gehabt. Und dann halt ständig immer so eine leichte Steigung, eine ganz leichte Steigung. Oh, das war so schrecklich. Ah, ja. Auf dem Weg hierher ordentlich gelitten. Aber es hat sich gelohnt. So viele Wasserläufe, aber die habe ich bisher noch nicht so in Szene setzen können. Was hier ab und zu mal so laut raschelt, das sind Libellen. Hier sind überall Libellen. Das ist Wahnsinn. Und seit auch bei 2 Stunden, die ich jetzt hier schon verbringe, nicht eine Menschenseele. Also die Schorfheide, kleine Schorfheide, ist sehr, sehr ruhig. Eine Sache, kann ich ja mal gucken, ob ich das gerade in Szene gesetzt bekomme. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hat ja da jemand ein bisschen mehr Ahnung von. Mal kurz die Flasche festmachen. Und zwar folgendes. Dort ist so eine Brücke, oder beziehungsweise war mal eine Brücke, vermutlich ging hier irgendwie rüber, über diesen kleinen Bach. Dann geht hier quasi die ganze Zeit so ein, naja, so eine gepflasterte Straße lang. Die ist noch von Sowjetzeiten, als sie hier Übungsgelände und alles genutzt hatten. Irgendwo in die Richtung ist auch eine Riesengarnison, eine alte. Aber was mich jetzt wundert ist, hier parallel quasi zu der Straße haben sie einen Sandweg gebaut oder einen Sandweg ausgebaut, errichtet, wie auch immer man das nennen möchte. Und nun dachte ich mir, okay, gut, für Radfahrer ist das irgendwie denkbar ungünstig, auf einem Sandweg rumzulaufen. Ich meine, warum muss man
parallel so einen blöden Sandweg bauen, wenn es schon eine befestigte Straße hier gibt. Die natürlich jetzt hier an der Stelle aufhört. Das ist ja jetzt geschenkt. Man kann ja dann hier abbiegen mit einem Rad. Autos kommen hier sowieso nicht durch. Ja, wobei doch, die können hier durch den Bach durchfahren. Der ist nicht so tief. Geht auch diese Straße, die geht hier so runter. Aber vielleicht fällt einem ja, vielleicht weiß ja jemand von euch, warum man parallel zwei Wege führt, wenn der eine schon bepflastert ist und der andere nicht. Der bepflasterte Weg verkommt jetzt natürlich auch langsam. Da wachsen jetzt so erste Tannen und alles raus zwischen den Steinen. Aber gut. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Oh, mal angenommen, ihr habt da eine lange Brennweite. Das nächste, was ihr dann braucht für die Wellenfotografie, ist dann Geduld. Geduld und Ruhe. Einfach auf die Brücke setzen, Beine ein bisschen baumeln lassen, dem Wasser beim Plätschern zuhören, vielleicht noch was trinken, keine zu hastigen Bewegungen und dann vorsichtig Bilder machen. Die kommt schon alle wieder zurück, wenn man lange genug ruhig ist. So hat zumindest bei mir auch ganz gut funktioniert. Anders ist es bei den Reptilien. Wenn die einmal verscheucht sind, die tauchen nicht so schnell wieder auf. Das dauert dann gerne mal eine Stunde. Zumindest ist das so der Durchschnitt bei mir bisher gewesen. Aber bei Libellen, die sind relativ fix wieder da. Also kein Problem. Und falls ihr keine lange Brennweite habt, wie 300 mm mit irgendwie Makrofunktion drin, und ihr vielleicht mit dem Kit-Objektiv arbeitet. Die meisten Kameras sind ja mit 55-250 Kit ausgestattet oder mit dem 80-55 mindestens. Das funktioniert auch, nur dann müsst ihr besonders vorsichtig vorgehen. Dann ist es gut, wenn ihr irgendwie relativ flach auf dem Boden seid, die Kamera schon mal vorher alles einstellt, sodass sie quasi maximal oder andersrum minimale Naheinstellgrenze habt, so dass ihr quasi die größtmögliche Vergrößerung rauf bekommt auf euer Bild. Und was durchaus funktionieren kann, ist dann nur die Kamera so langsam nach vorne strecken, auf dem Live-Screen, also auf dem Live-Bild drauf schauen, ob es stimmt vom Fokus, vorher schon mal vergrößern eventuell den Ausschnitt, wo man es haben möchte, und dann herangehen. Und wenn es dann passt, und man am besten noch einen Bildstabilisator hat, weil mit einer Hand ist das ziemlich wackelig, einfach aus dem Auflöser auf den Auslöser drücken und zack, habt ihr das Ding im Kasten. Das werde ich gleich mal mit der Kamera ausprobieren, die da jetzt filmt. Die hat nur das 18 bis 55 mm. Ist relativ makrotauglich, aber man muss halt nah ran. Ich probiere das gleich mal aus und das Ergebnis wird ein JPEG-Bild sein. Ich mache das jetzt nicht als RAW. Und pappt das dann mal ins Video. Mal gucken, ob das gelungen ist. Nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, der erzählt ja viel, wenn der Tag lang ist. Nein, nein, nein. Normalerweise funktioniert das. Bis gleich. Ich streck mich hier gerade von der Brücke. Oh, das gute Tierchen lässt sich auch als Bild einfangen. Und das Objektiv ist jetzt vielleicht 10 cm von der guten Libelle entfernt und ich glaube, genau so schaut sie auch gerade zur Kamera.